Heute für euch die Flop 20 der dümmsten Anmachsprüche aller Zeiten. Viel Spaß! Platz 20. Na, wie geht's? Gut. Ich habe gefragt, wie es dir geht und nicht, wie du aussiehst. Nummer 19. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich bin sehr schüchtern beim Flirten. Du hast tolle Brüste. Ja, das hätte ich jetzt auch erwartet. Platz 18. Ich will dich ja nicht dumm anmachen. Ich habe aber nichts dagegen, wenn du es tust. Platz 17. Dein Bild habe ich irgendwo schon mal gesehen. Stimmt, im Lexikon, direkt neben Boah, ey. Nummer 16. Hey, du stinkst. Wollen wir zusammen duschen? Platz 15. Hast du Zucker gefrühstückt? Oder warum bist du so süß? Vielleicht doch lieber einfach, wie geht's? Oder irgendwas anderes. Platz 14. Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Ich habe meine leider verloren. Und auf Nummer 13. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich nochmal reinkommen? Und auf Nummer 12. Hey, meine Kondome sind knapp vorm Verfallsdatum. Wir sollten sie also nutzen, solange es noch geht. Ja, da fragt man sich, warum sind die wohl knapp vorm Verfallsdatum? Nummer 11. Hey, du siehst meiner Ex total ähnlich. Das will sicher jedes Mädchen hören. Und die Top 10. Du bist so heiß. Ich würde sogar deinen Bruder heiraten, nur um dich näher kennenzulernen. Nummer 9. Ich habe gerade meine Termine gecheckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich bis heute Mittag noch schwängern kann. Nummer 8. Was hat 54 Zähne und hält den unglaublichen Hulk fern? Mein Reißverschluss. Oh yeah. Und schnell zu Nummer 7. Wo gehen denn deine hübschen Beine noch hin, wenn nichts dazwischen kommt? Platz 6. Hast du mir eine Landkarte mitgebracht? Ich verliere mich gerade in deinen Augen. Schleimy McSchleim lässt grüßen. Nummer 5. Wie hast du deine Eier morgens am liebsten? Befruchtet? Und die Top 4. Weißt du, wie man schöne Töchter macht? Nein? Na dann frag mal deine Mutter. Platz 3. Kaufst du mir ein Eis? Du darfst danach auch an mir lecken. Und auf der Nummer 2. Kannst du essen? Kannst du gehen? Lass uns essen gehen. Und auf Nummer 1. Hey Baby, mein Konto ist genauso fett wie ich. Was sagst du dazu? Na, was sagt sie wohl dazu? Fettsack, sagt sie dann. Vielleicht ist der ein oder andere Spruch ja für euch ein Versuch wert, Leute. Ich würde euch allerdings eher davon abraten und es mit der klassischen Methode versuchen. Einfach ein nettes Gespräch führen. Ansonsten, hiermit könnt ihr das Video teilen und bis zum nächsten Mal. Ciao.